der Lifeline Vormundschaftsverein für unbegleitete minderjährige Geflüchtete kümmert sich hier seit 18 Jahren um unbegleitete Minderjährige in Schleswig-Holstein. Unter seinem Dach engagieren sich ehrenamtliche Vormünden für die betroffenen Jugendlichen. Sie üben das Aufenthaltsbestimmungsrecht aus, begleiten im Alltag, stehen in Krisen bei und vertreten die jungen Menschen gegenüber einer nicht selten restriktiven Bürokratie. Eine solche Vormundschaft kann jahrelang dauern und die Beziehung besteht nicht selten über die Volljährigkeit der Mündel hinaus fort. Zum 18. Mal wird heute der Leuchtturm des Nordens vergeben. Dieser mit 500 Euro dotierte Preis, gestiftet vom Förderverein Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, würdigt jährlich am Weltmenschenrechtstag herausragend für Geflüchtete Engagierte und geht 2022 an die Gruppe ehrenamtlicher Vormünden beim Lifeline-Vormundschaftsverein. Jetzt dürfen Sie schon mal klatschen. Der Preis wird stellvertretend von Professor Konrad Groß aus Kiel entgegengenommen. Was das Engagement der regelmäßig ehrenamtlichen Vormundschaftsarbeit für geflüchtete Kinder und Jugendliche ausmacht, werden wir gleich von Herrn Professor Groß erfahren. Doch zunächst hält Chaptis Mohammadi aus Flensburg, der Preisträger des Vorjahres, die Laudatio auf die Ausgezeichneten. Das ist eine Tradition bei der Verleihung des Leuchtturms des Nordens, dass immer die Preisträger des Vorjahres die Laudatio halten. So weiß auch Herr Professor Groß schon, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Chaptis, das Auditorium gehört dir. Vielen Dank. Kann ich hier stehen oder die Beine halten? Ja, moin moin. Vielen Dank, lieber Martin. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf und die Laudatio halten darf für Herrn Professor Groß. Zunächst herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht nur ein Preis, sondern auch eine Auszeichnung, die Ihre Arbeit und Ihre Einsatz in den letzten Jahren bezeichnet. Und dafür gratuliere ich Sie ganz herzlich. Nochmal ganz kurz, was die Lifeline ist, an so einem kleinen Augenblick in Eckdaten über dieses Verein. Das Verein wurde 2004 als zweijähriger Verein das Gesamtflüchtlingsrat gegründet und speziell sieht sich um die Belange, Rechte der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in Schleswig-Holstein. Unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die ohne ihre Eltern oder anders Erziehungsberechtigung nach Deutschland kommen, haben aufgrund der UN-Kinderrechtskonvention und des Haager Minderjährigenschutzkommunes das bürgerliche Gesetz der Kinder. Ein besonderer Anspruch auf Schutz haben sie. Lifeline vermittelt Einzelvormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, berät, schult und begleitet die Minderjährigen in verschiedene Einzelvormundschaften. Bei ihrer Verantwortung Vormundschaftenarbeit informiert über die schwierigsten Lage dieses Kinder, die ohne ihre Eltern in einem neuen Land kommen, macht sich stark für Verbesserung der rechtlichen, sozialen und gesundheitlichen Situation von Kindergeflüchteten in Schleswig-Holstein, setzt sich für Umsetzung von Kinderrechten beim Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf allen behördlichen Ebenen. Lifeline verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Es ist vom Finanzamt Kiel als gemeinnütziger
gemeinnütziger Verein anerkannt. Lifeline ist eine anerkannte Träger in Schleswig-Holstein und hat seinen Sitz in Kiel. Derzeit werden von 23 ehrenamtlichen Vormundschaften geführt. 20 ehemalige Vormunden und Vormunden sind nach wie vor in engem Kontakt mit ihren ehemaligen Munden und werden vom Lifeline in verschiedenen Situationen unterstützt. Außerdem gibt es auch Vormundschaften, die vom Verein durch hauptamtlich geführt werden. Lifeline hat sich in der letzten Zeit insbesondere dafür eingesetzt, dass minderjährige Geflüchteten, die über 18 Jahre sind, als minderjährig anerkannt werden und dass für sie ein Vormund bestellt wird, um sie in allen Belangen zu begleiten. Lifeline unterstützt die Minderjährigen und die ehrenamtlichen Vormundinnen und Vormunden beim Familiennachzug und setzt sich für die Umsetzung der einschlägigen Gesetze ein, sowie für eine Verbesserung, vor allem für Minderjährigen mit subsidiären Schutz. Welche Hürden und Situationen, die sich die Ehrenamtlichen finden, meisten auf den Situationen und Konflikten mit Behörden. Bei den Ausländerbehörden, wo teilweise verlangt wird, dass sofort ein Asylantrag gestellt werden muss. Ausgeschöpft werden die Ehrenamtlichen, dass sie zeigen müssen und die Minderjährigen begleiten müssen. Einsatz für unbegleitete Minderjährigen als Vormund verlangt Empathie. Ehrenamtliche finden sich auch in Situationen wieder, wo Jugendamte ihre Zuständigkeit für Hilfe zur Erziehung nicht anerkennen und sich gegenseitig der Zuständigkeit zuschieben. Die Ehrenamtlichen erhalten so keine Unterstützung und vor allem die Kinder erhalten so nicht die wichtige Unterstützung und es sind lange Auseinandersetzungen. Die Mangel an psychologischer Unterstützung ist und für Ehrenamtlichen oft eine große Belastung. Auch hier zeigen sie großen Einsatz und Ausdauer, um ihre Mangel in psychologische Betreuung und andere Traumbehandlung zu bringen. Die Familiennachzug ist mit großen Hürden verbunden und die Ehrenamtlichen wenden auch in vielen Zeiten auch, vor allem auch um die Kinder immer wieder aufzufangen, sie auf ihren Bildungswege zu begleiten, wenn diese frustriert sind und nur auf ihre Familienangehörige warten, wenn die Verantwortung auf ihnen lasteten, weil ihr Auftrag war, die Familie nachzuholen. Und diese scheitert oder lange dauert, sind die Ehrenamtlichen als Gesprächspartner für sie da. Die Motivation der Ehrenamtlichen ist meistens, einen Beitrag zu leisten. Zum Thema: Außerdem haben viele große Empathie. Die Ehrenamtlichen bringen große Engagement mit und begleiten die Minderjährigen auf verschiedene Wege und in verschiedenen Situationen. Ein Beispiel für dieses Engagement angemeldet ist der Herr Professor Groß, der sich seit 2010 ehrenamtlich bei Lifeline tätigt. Mit seinem ehemaligen Mundel ist er nach wie vor in engem Kontakt und bleibt eine Referenzperson. Herr Professor Groß hat 2010 mehrere Vormundschaften ehrenamtlich durchgeführt, hatte großes Interesse auch am interkulturellen Austausch und daran, die jungen Menschen auch sprachlich zu unterstützen. Außerdem
mit ihm viel in Freizeit zu unternehmen. Er hat sich weitergebildet und hat sich intensiv im Asylverfahren, im Anschluss an das Asylverfahren begleitet. Für andere Bleibeperspektive, für angemessene Unterkunft und Bildung hat sich eingesetzt. Für seine Mandanten und für die unbegleitete Minderjährige. Kontakt und eine Referenzperson bei Fragen, oft auch einfach als gerne aufgesuchte Gesellschaft. Mein Motto: Es geht nicht darum, wer man ist, es geht darum, was man tut. An dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Groß. Vielen Dank, Schattis Mohammadi. Herr Professor Roos. So, jetzt müsste ich eigentlich rot werden. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Sie sind viel zu freundlich zu mir gewesen. Ich bin nur einer von vielen. Ich bin nicht derjenige, der für Lifeline alles gemacht hat, sondern im Gegenteil. Es sitzen etliche Menschen hier unter diesen Zuschauern, die genauso viel oder noch mehr geleistet haben und mit denen ich teilweise sehr eng zusammengearbeitet habe. Ich bin froh, für Lifeline diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Nicht zu verwechseln mit Leuchte des Nordens, NDR3, Sonntagabend mit Herrn Pilawa. Wir stehen nicht im Rampenlicht, sondern wir engagieren uns persönlich und mit Engagement und Empathie für die uns anvertrauten Jugendlichen. Ich finde, das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass die Vereinten Nationen 1948 den Menschenrechtskatalog aufgestellt haben, in dem es auch einen Passus über Flüchtlinge gibt, sondern es ist einfach ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir das tun. Davon habe ich mich leiten lassen. Ich spreche hier stellvertretend für alle anderen Ehrenamtlichen, deren Arbeit ich hier nicht mehr zusammenfassen muss. Das hat Herr Mohammadi viel besser getan. Aber ich will wenigstens eine Sache doch noch erwähnen. Und ich habe mir im Verlauf meiner Tätigkeit öfters vorgestellt, wenn meine eigenen Kinder plötzlich zur Flucht gezwungen worden wären. Man gibt ja eigentlich seine Heimat nicht so ohne weiteres auf. Man gibt sie auch nicht leichtfertig auf, sondern man geht, wenn man glaubt, ich kann dort nicht mehr leben, ich kann mein Leben nicht mehr gestalten. Man geht aufgrund von äußeren Umständen, man geht aufgrund von Verfolgung, man geht aufgrund von, wie wir heute Morgen gehört haben, auch von verschlimmerten Lebensbedingungen aufgrund der Klimakrise. Ich glaube, Frau Dr. Braun, das haben Sie heute wunderbar zusammengefasst. Und es ist auch mein Anliegen, immer wieder zu sagen, unterscheiden wir nicht zwischen Flüchtling und Flüchtling, sondern behandeln wir alle Flüchtlinge gleich. Das gilt übrigens auch für die Flüchtlinge, die aus der Ukraine gekommen sind, die anders behandelt werden als die Flüchtlinge, um die wir uns bisher gekümmert haben. Ich finde, das ist einfach ein Skandal. Last but not least möchte ich nur sagen, dass wir mit unserer Tätigkeit natürlich all jenen Rechtspopulisten den Wind aus dem Segel nehmen wollen, die zum Beispiel behaupten, wie eine nicht unbekannte Parlamentarierin einer bestimmten Partei im Bundestag, die von den Flüchtlingen gesprochen hat, als alimentierte Messerstecher und Taugenichtse. Das beste Beispiel für gelungene Integration ist der Mensch, der heute hier die Laudatio auf Lifeline gehalten hat. Und ich möchte Ihnen auch nochmal ganz herzlich dafür danken, dass Sie das gemacht haben. So, zum Schluss noch eine einzige Bemerkung. Ich bin der Auffassung, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bei deren Anhörungen ich verschiedentlich dabei gesessen habe, viel zu restriktiv handelt. Ich konnte in
in 3 von 4 Fällen, bei denen ich dabei gewesen bin, nicht nachvollziehen, warum der Asylantrag abgelehnt worden ist. Und zwar unter anderem von 2 Asylanten, von 2 Afghanen, deren Eltern von den Taliban ermordet wurden, zusammen mit dem ältesten Bruder, die aus der Schule nach Hause kamen und dann gesehen haben, nicht wahr, dass sie auf jeden Fall fliehen mussten. In die Entgegennahme des Preises ist für uns natürlich auch Anlass, dass wir weiter uns engagiert und auch voller Empathie für die Flüchtlinge einsetzen. Ich danke dem Flüchtlingsrat, dass er uns damit bedacht hat und dass wir auf einmal in die Öffentlichkeit kommen mit dem, was wir tun. Vielen Dank, Herr Professor Groß. Stellvertretend an Sie dieser Dank für die ganze Gruppe derer, die bei Lifeline ehrenamtlich diese herausfordernde und komplexe Arbeit ja auch immer wieder leisten und sehr langjährig sich da auch engagieren. Das ist der Leuchtturm des Nordens. Es ist ein kleines Figürchen. Es hat aber eine große Botschaft und eine gute Nachricht, die damit einhergeht, nämlich, dass wir in Schleswig-Holstein zivilgesellschaftlich auch gut aufgestellt sind. Für Menschen, die auf Gründen der politischen Verfolgung oder aus anderen Überlebensnöten hierher zu uns kommen und eben nicht nur eine gegebenenfalls seelenlose Bürokratie, sondern empathische Menschen finden, die sie unterstützen, die sie in der neuen Heimat begrüßen und ihnen die Zukunft ebnen. Und dafür steht stellvertretend Herr Professor Groß mit seinen Leuten im Lifeline. Ganz vielen Dank. Das war's.